Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ihr wart überzeugt. Euer Glaube und euer Blut haben den Weg geebnet für eine bessere Zukunft. Jetzt müsst ihr sie euch Halt's Maul! Die Götzen haben die Schlacht um die Stadt gewonnen. Aber eins bleibt. Und ich würde sagen, erstmal Soundcheck. So, weg hier! Erstmal muss ich gucken, was hab ich gerade für ein Ziel. Ach ja, ich hab das da ausgewählt. Ich bin froh, wenn ich von dem da wegkomme. Der nervt. Und zwar gewaltig. Ob der Baron das wohl hat kommen sehen? Die Adligen sagen, die Aussicht in Orldale wäre grandios. Hoffentlich genießen sie sie. Frage, wie komme ich hoch? Hier vielleicht? Ah! Hier ist ein Fenster, wo ich rein kann. Ja, ein bisschen Geld kann nicht schaden. Licht aus. Ah, wieder ein bisschen Geld. Orion wäre stolz auf mich. Letzte Nacht bin ich mit meinen Brüdern und Schwestern von den Götzen auf die Straße gegangen. Ich habe Vorräte aus jedem Laden in den Nebengassen gestohlen, den ich finden konnte. Jetzt ist alles im Keller eingesperrt. Die Kombination ist 677 oder 776 oder so ähnlich. Ich habe mich immer für einen friedlichen Mensch gehalten, aber die Unruhen machen etwas mit deinem Kopf. Seit ich Orion kenne, ist alles irgendwie so schwammig. Sechs, sieben, sieben oder sieben, sieben, sechs. Mhm. Heißt, ich muss runter. Ich hoffe, hier unten ist. Ja, natürlich ist da jemand.
Ich muss mir irgendwo reintun. Und was sagt, ich schleife ihn mal nach oben. Oben ist es dunkel. Gut, dass er mich nicht gesehen hat. Ich tue ihn mal ins Bett. Oh. Erstmal Licht aus. Ab in den Keller, würde ich sagen. Schloss knacken erstmal. Das muss man ja zuerst machen. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Das mache ich zuerst mal. Was soll das denn werden? Bin nur an eine Taste gekommen. Ja. Komm näher. So. Kabel ist drin. Ab in den Keller. Ich gucke hier nach Fallen. Mhm. Fallen. Ich wusste es doch. Falle ist entsichert. Licht aus.
Das muss ich jetzt hinmachen. Ach so. Mir sage ich mal, ich nehme erstmal 667. Nein. 677. Dann nehme ich 776. Dieb schlägt Springer. Okay, neues Dokument. Später überprüfen. Weg des Barons und Wohnung. Irgendein Schwarzkittel namens Olli hat während der Unruhen um sein Leben gebettelt. Er sagte, er hätte ein Beutelager, das man erreicht, wenn man ein Gemälde ins Auge sticht. Ich habe den Mistkerl trotzdem erledigt, glaube aber dennoch, dass er die Wahrheit gesagt hat. Da kann man nur sagen, was für ein Arsch. Ja. Es wird schon einem alles gesagt und... Wo geht eigentlich das hier hin? Das möchte ich nicht mal wissen. Das ist doch irgendein Hehehehehe. Hat das jetzt irgendwas gemacht? What? Da lobe ich mir, dass ich Seilpfeile habe. Was ist das hier für ein Versteck? Oh. Das nehme ich mit. Oh. Nettes Stück. Ist das hier Mond? Ah ja. Was soll das sein? Eine Karte der Stadt? Ist
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzugehen. Hat es. Das hat mir nämlich ziemlich viel Geld gebracht. Ist das da... Moment. Ach, ich dachte, das wäre eine Leiter. Ist es aber nicht. So, nach oben. Moment, da unten ist Mond. Ich habe keinen Fokus mehr. Deswegen kann ich Mond gut gebrauchen. Jetzt wieder nach oben. Was alles in einem Weinkeller versteckt sein kann. Und raus. Ja, das geht schneller. Hoffentlich wenig Wetter. Nicht währenddessen wach. Der hier schläft. Weil ich den in den Schlafen geschickt habe. Mach, das ist keiner, den man... Kein Gemälde, das man mitnehmen kann. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Ich dachte eigentlich, das wäre ein normaler Schrank. War er aber nicht. Raus. Ich will nämlich den nächsten Auftrag erledigen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.